Nach dem Streiktag am 27. April mit über 8000 Jugendlichen in ganz Deutschland gab es dieses Wochenende eine Perspektivkonferenz des bundesweiten Bündnisses Jugend gegen Rassismus in Berlin. Die Ausgrenzungspolitik der deutschen Bundesregierung verschärft sich weiter. Mit Pakten mit Diktaturen wie im Khartoum-Prozess werden Abschiebungen nach Somalia, in den Sudan, nach Äthiopien wieder ermöglicht. Gemeinsam mit Geflüchteten aus dem Sudan, die in Hannover, in Niedersachsen wohnen, werden wir am 9. Juli in Berlin auf die Straße gehen, um gegen Abschiebungen und die kriminelle Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Ein Aktionstag in 16 Städten war ein politischer Erfolg, aber es reicht uns nicht. Am 29. September wird es einen bundesweiten Streik- und Aktionstag gegen Rassismus geben. Denn der Streiktag am 27. war nicht das Ende, sondern der Auftakt einer bundesweiten antirassistischen Jugendbewegung. Wir wollen in mehr Städten streiken, wir wollen Schulen an dem Tag lahmlegen und einen Einfluss auf die Politik in Deutschland nehmen. Die Teilnahme der sudanesischen Geflüchteten an Jugend gegen Rassismus bedeutet für das Bündnis einen Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg zur Verschmelzung der Jugend mit der Geflüchtetenbewegung. Wir erheben gemeinsam Forderungen wie das Recht auf Arbeit, das Prinzip gleiche Arbeit, gleicher Lohn, das endlich für alle Menschen, die hier leben, umgesetzt werden muss. Lasst uns gemeinsam gegen die rassistische Politik der Bundesregierung kämpfen, gegen diese Pakte. Kommt mit uns am 9. Juli gemeinsam in Berlin auf die Straße.